Sehr geehrter Herr Dr. Jirek, sehr geehrte Präsidentinnen, Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des österreichischen Gewerbevereins quasi als Hausherrin zur heutigen Veranstaltung, zur heutigen Konferenz und morgigen Konferenz recht herzlich begrüßen. Die Praxistage, die also heute und morgen stattfinden werden, finden zum 9. Mal statt und ich freue mich, dass wir hier schon zum wiederholten Male diese bei uns in den Räumlichkeiten des österreichischen Gewerbevereins abhalten können. Der österreichische Gewerbeverein als Interessensvertretung für Handel, Gewerbeindustrie und freie Berufe setzt sich also hier zum Ziel, neben gesellschaftspolitischen, auch wirtschaftspolitischen, steuerpolitischen Rahmenbedingungen hier mitzugestalten und auf der anderen Seite aber hier in der Praxis Themen zu behandeln. Daher ist die zweitägige Konferenz die ideale Möglichkeit, hier auf praxisrelevante Themen noch einmal im Detail einzugehen. Ich darf Herrn Dr. Jirek besonders danken, dass er hier zum wiederholten Male diese sehr tolle Konferenz, diese Veranstaltung organisiert hat. Wir wissen, es ist also hier sehr viel Aufwand im Vorfeld notwendig, um also hier diese hochkarätigen Referenten aus Politik, aus Wirtschaft, aus den Ministerien hier bei uns zusammenzuführen, die also ihre Expertise einbringen. Das Ziel dieser Veranstaltung ist eben, wirtschaftsrelevante Themen Top-Entscheidern nahezubringen und anhand von Fallbeispielen noch einmal in der Praxis zu erklären. Meine Damen und Herren, Sie werden also hier in den nächsten Tagen auch genug Gelegenheitsmöglichkeit haben, neben den Vorträgen auch intensive Gespräche zu führen, auch mit den Vortragenden noch entsprechende Ausführungen im Detail tätigen zu können. Für den ersten Begrüßungsblock, der also hier im Anschluss stattfindet, freue ich mich hier zum Teil Mitveranstalter, kooperierende Organisationen nennen zu dürfen und ihre Repräsentanten bei uns begrüßen zu dürfen. Da freut es mich besonders, Herrn Bundesminister Außer Dienst, Herrn Dr. Hannes Androsch, auch in der Funktion des Industriellen und des Unternehmers hier begrüßen zu können. Recht herzlich willkommen. Ich freue mich hier, Herrn Dr. Hans-Jörg Schelling begrüßen zu können, einerseits hier als Vizepräsident der Wirtschaftskammer, andererseits aber auch hier als Obmann hier der Sozialversicherungsträger, die also auch im Laufe des Nachmittags hier die Organisation noch im Detail uns einiges bieten wird. Recht herzlich willkommen. Und ich begrüße den Präsidenten des Verbands der österreichischen Wirtschaftsakademiker und den Präsident des ÖAMTC, Herrn Diplomkaufmann Werner Kraus. Recht herzlich willkommen. Sie sehen, wir haben also hier ein sehr interessantes Programm vor uns und ich darf mich in diesem Sinne mit den Begrüßungsworten bei Ihnen zunächst verabschieden und darf also hier den nächsten Begrüßungsredner, Herrn Dr. Hannes Androsch, ankündigen. Recht herzlich willkommen, darf ich Sie zu mir bitten. Applaus